Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der wahrhaft in den Himmel aufgefahren ist, er sei mit euch. Liebe Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen am Samstag der 6. Osterwoche. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid, im Gedenken eurer lieben Verstorbenen auch, die wir in besonderer Weise in diese heilige Messe mit einschließen, sie für sie feiern. Samstag, das ist immer der Tag der Grabesruhe, der Tag des Hinschauens, wie Jesus in der Erwartung der Kraft Gottes, in der Erwartung der Auferstehung, in der Stille verharrt. Wir begeben uns mit hinein in diese Stille, damit wir auch den Auferstandenen in unserem Leben kraftvoll erfahren können. Herr Jesus Christus, von Gott gekommen, die Menschen zu Gott zu führen, Herr, erbarme dich unser. Gekommen, um zu heilen, was in unseren Seelen in dieser Welt verwundet wird. Christus, erbarme dich unser. Gekommen, damit wir das Leben haben und es in ewiger Fülle haben. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat vor seiner Himmelfahrt seinen Aposteln den Heiligen Geist verheißen. Sie haben den Reichtum der göttlichen Weisheit empfangen. Schenke auch uns die Gaben deines Geistes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nachdem Paulus einige Zeit in Antiochia in Syrien geblieben war, zog er weiter. Durchwanderte zuerst das galatische Land, den Phrygien und stärkte alle Jünger. Ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus und stammte aus Alexandria. Er war rechtkundig in der Schrift bewandert. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau vor. Doch kannte er nur die Taufe des Johannes. Er begann offen in der Synagoge zu sprechen. Priscilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Als er nach Achaia gehen wollte, ermunterten ihn die Brüder dazu und schrieben den Jüngern, sie möchten ihn freundlich aufnehmen. Nach seiner Ankunft wurde er den Gläubigen durch die Gnade eine große Hilfe, denn mit Nachdruck widerlegte er die Juden, indem er öffentlich aus der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias sei. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herr, du der Herr Tröster wirst genannt, vom höchsten Gott ein Gnadenpfand, du Lebensbrot, Licht, Lieb und Blut, der Seele soll und höchstes Gut. O Schatz der Herr,
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich bin ausgegangen vom Vater und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Amen, Amen, ich sage euch, was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen wird. Dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt. Es kommt die Stunde, in der ich nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater verkünden werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Vom Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lobt sei Jesus Christus, liebe Gläubige allesamt, auch Jugend, die ihr da seid, Kinder. Es ist so, dass wir noch in den österlichen Tagen sind, den heiligen 50 Tagen, und so auch noch in den Glaubensimpulsen, die wir uns in dieser Pandemie-Krisenzeit begonnen haben, damit ihr euch zurechtfindet, wo wir gerade sind und was wir hören, und dass wir mehr hören wie gewohnt. Wir sind in den Abschiedsreden Jesu schon 2 Wochen lang, alles gesagt beim letzten Abendmahl, kurz bevor er stirbt. Nächsten Tag wird er gekreuzigt werden. Und wir haben ja Christi Himmelfahrt diese Woche schon gefeiert. Wir wissen schon, dass es gut ausgeht. Und deshalb wundert es uns auch nicht, dass in den Abschiedsreden immer wieder auch das Wort von der Freude vorkommt. Obwohl die Zukunftsaussichten alles andere wie freudig waren für Jesus. Das Wort von gestern hat auch beide Komponenten gehabt. Wir wiederholen immer das Wort von gestern, damit man sich prüfen kann, ob man es gelebt hat. Das Wort von gestern war dieses: In der Welt seid ihr betrübt, aber ihr werdet mich wiedersehen und dann werdet ihr in einer Freude sein, die euch niemand mehr nehmen kann. Haben wir das gelebt gestern? Im Blick, dass wir einmal wieder zusammenkommen werden mit dem auferstandenen Christus, dürfen wir die Betrübnisse in dieser Welt, und da gehört das Sterben dazu vor allem, das Abschiednehmen von lieben Menschen, aber auch andere Kreuze dieser Welt, dürfen wir in diesen Betrübnissen trotzdem eine Freude bewahren, eine innere, in der Gewissheit, wir werden einmal für immer zusammenkommen. Und wer den Blick hat, der hat auch die Wirklichkeit. Glücklich, wenn wir gestern und wenn wir immer so leben. Der
Blick auf das Zusammenkommen mit dem Auferstandenen, wir selbst mit einem auferstandenen Leib. Heute lenkt Jesus den Blick noch einmal ein bisschen mehr auf die Zeit, solange wir hier sind, und er führt uns hinein ins Bittgebet, wie wir denn bitten sollen, damit wir dann auch etwas bekommen. Denn das erleben ja auch viele, sie bitten und erleben nichts. Wie sollen wir bitten, damit wir empfangen? Und Jesus stellt das in den größeren Zusammenhang von dem Glauben an ihn und das Erfahren seiner Liebe und dann der Liebe von Gott Vater. Ich werde Sie bemerkt haben, diese Worte bei Johannes sind sehr kompliziert, da weiß man nachher nicht mehr, was gerade vorgelesen wurde. Darum die Eckpunkte sind so wichtig. Also Jesus hat da gesagt, weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin und weil ihr mich geliebt habt, weil ihr schon die Liebe, die ich zu euch habe, erwidert habt, deshalb erfährt ihr dann auch die Liebe des Vaters im Himmel, jetzt schon. Jesus stellt die Liebe und den Glauben dann noch einmal in den größeren Zusammenhang, das ist heute der dritte und äußerste Rahmen, dass er von Gott ausgegangen ist, der ewige Sohn Gottes, haben wir Christi Himmelfahrt deutlich betont, wer Jesus nur als Mensch einstuft, der hat den nicht verstanden. Ja, dass Jesus als ewiger Sohn Gottes Mensch geworden ist, gekommen ist vom Himmel und dass er eben wieder zu Gott in die Ewigkeit gegangen ist, aber jetzt in seinem Menschsein, um uns zu zeigen, auch wir Menschen sind gerufen, dass wir in Ewigkeit bei Gott sind. Also hier sind die großen Bestätigungen, dass unser Glaube an die Ewigkeit stimmt. Jesus hat es einfach erstens gesagt und dann vor allem vorgelebt. Das ist das, wo er gesagt hat, jetzt rede ich in verborgener Rede mit euch. Ihr hört es zwar, aber könnt es nicht alles fassen. Später werde ich offen zu euch reden. Wisst ihr, was das war? Das war der Tag drauf, wie er die Liebe Gottes am Kreuz zeigt. Dass er sagt, schau her, du bist so geliebt von Gott, dass du auch das Unrecht, das einer dem anderen antut, von Gott her noch einmal aufgefangen ist und stellvertretend getragen wird und dich frei macht. Und du bist so geliebt, dass du nicht im Tod bleiben wirst, dass du das ewige Leben durch die Liebe Gottes bekommen wirst. Das ist eine offene Rede. Jede Messe schauen wir uns das an, mehr noch leben wir es mit. Ja, und dann kommen wir jetzt in die Haltung, dass wir so zu bitten lernen, dass man auch schon hier auf der Erde empfängt. Denn Jesus schließt heute wieder mit dem, wir sollen hier schon in der Freude sein, in seiner Freude, der Freude des Geliebtseins. Wenn wir im Namen Jesu bitten, das heißt in der Art Jesu, wenn wir uns angewohnt haben, so zu denken und so zu handeln und die Dinge sich so zu wünschen, wie er es uns vorgelebt hat, dann kann Gott das auch erfüllen. Und dann bekommt man vieles. Was man verkehrt bittet, darf man sich nicht wundern, dass man nicht bekommt. Also heute ganz viele wuchtige Worte. Mitnehmen tun wir uns immer nur einen Leitgedanken. Ich würde sagen, wir wollen im Namen Jesu leben und bitten, also von seiner Art, seiner barmherzigen Liebe, seiner Ausrichtung auf Gott Vater. Wir wollen in der Art Jesu leben und bitten und Freude erfahren für alles, was wir dann von dieser Liebe Gottes hier auf Erden schon erleben dürfen. Amen. In einer kurzen Stille möge jeder hineinhören, welches Wort der Lesungen heute uns persönlich anspricht.
Wir wollen in der Art Jesu bitten und die Freude des Himmels erleben.